Statt Tieren frisches Blut zu entnehmen, setzt die Universität Hohenheim in ihrem Physiologie-Seminar auf alte Blutkonserven mit Humanblut. Also in diesem Praktikumsteil zur Physiologie des Blutes erarbeiten die Studierenden grundlegende Parameter zum Transport von Atemgasen im Organismus, also sprich den Transport von Sauerstoff und Kohlendioxid. Wir haben in diesem Versuchsanteil Möglichkeiten, Alternativen zu Tierversuchen aufzuzeigen, weil wir natürlich Blutproben fürs Experimentieren benötigen. Wir haben deshalb vor einiger Zeit das Zentrum für Transfusionsmedizin in Tübingen kontaktiert mit der Anfrage, ob es nicht möglich wäre, von dort Blutkonserven zu bekommen. Dabei handelt es sich um Proben, die nicht mehr für eine Transfusion in Frage kommen. Das heißt, wir nehmen niemandem dort sozusagen eine Blutkonserve weg, sondern die werden nach einer gewissen Lagerzeit dort entsorgt. Und wir können dann hier diese Proben sozusagen alternativ zu den entsprechenden Frischproben, die wir hier täglich für den Versuch abnehmen müssten, können wir diese Proben hier zum Einsatz bringen. Und das machen wir auf verschiedenen Ebenen, auf zellulärer Ebene, sprich durch die Analyse von den roten Blutkörperchen, sprich ihre Anzahl oder ihres Verhaltens bezüglich Änderungen im Stoffwechsel. Und zudem machen wir Experimente auf molekularer Ebene, das heißt, wir untersuchen das Protein Hämoglobin, das also den Hauptgastransporter in diesem System darstellt.